Let's go, Digga. Ja, Mann, let's go. Ich bin nicht tot, ich bin noch am Leben. Ich habe nur 2 Wochen nichts hochgeladen, weil ich irgendwie erstens keinen Bock hatte und zweitens, ich habe keinen Plan, was ich als nächstes machen soll. Aber da ja jetzt hier bald hier aber das Blatt, es ist ja mal richtig krass und so voll krasser Shit und so, boah, ja krank und so. Das kommt mit ins Video, drauf geschissen. Let's go. So, diesmal direkt meine Hackfresse am Start. Ja, wie gesagt, ich habe mich hier noch nicht entschieden. Aber ich glaube, ich würde jetzt einfach das nehmen. Ich bin zwar jetzt nicht so ein Typ, der jetzt irgendwelche Entscheidungen treffen kann, was jetzt irgendwie in der Zukunft passiert, so. Erst wenn es halt bald passiert oder recht nah oder direkt. Aber ich würde jetzt einfach mal das nehmen. Und ja, dabei lassen wir es auch so. Ich muss erstmal darauf klarkommen, dass es im Deutschen hier Löffelliste heißt, obwohl damit einfach Bucketlist gemeint ist. Das Wort Bucketlist habe ich erst im Sonic 1 Film erst gehört. Oder war es im Sonic 2 Film? Ich weiß es gerade gar nicht. Entweder im ersten oder zweiten Film. So, davor habe ich das Wort so noch gar nicht gehört. Das ist halt einfach so eine Liste, die man halt macht, bevor man halt nicht mehr da ist. Um es mal so zu sagen. So. Löffelliste, ey, Digga. Löffelliste hört sich so richtig weird an. Ich weiß nicht. Dass man das so halt übersetzt. Klar, es gibt halt so einen Satz im Deutschen, halt den Löffel abgeben, so. So, das ist das Einzige, was daraus für mich erschließt. So, aber sonst, ich habe von dem Wort so noch nie was gehört. Das hört sich ja richtig komisch an. Also, da bleibe ich mal lieber bei Bucketlist, Digga. Löffelliste, ey, das ist keine Ahnung. Löffelliste, keine Ahnung. Wenn man das Wort Liste einfach entfernt, Digga, Löffel, Digga, kommt bei mir irgendwie Löffelstellung. Gut, ich weiß selbst nicht, warum ich irgendwie heute so gut gelaunt bin. Ich weiß es wirklich nicht. So, ich habe keinen Plan, was man hier für eine Waffe nehmen. Ich weiß gerade gar nicht. Also, ich könnte auch einfach mal eine Sniper spielen oder so. Dann müsste ich es dann in einem Splatfest dann wenigstens nicht machen. So. Boah, Haftsprung. Haftsprung ist, also Robobombe ist okay, Digga, aber Haftsprung, Digga? Ja, komm, ich habe zwar eigentlich gar keinen Bock auf Snipe, aber da haben wir es einmal hinter uns. Ist eine interessante Kombination. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Olga, let's go! Da, die Gangster essen jeden Tag Baklava, rein in die Bude. Döner da, Maschallah, komm nicht klar. Ja, keine Ahnung, es war jetzt so richtig zufällig. Ja. Digga. Ich wollte eigentlich noch sagen, so, wer den Songzitat noch erwähnt bekommt, einen Keks. Ey, Digga, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach, Digga, scheiß drauf, das war's auch wieder komplett, man. Scheiß auf den Keks. Also, ne, wer das vielleicht schon gecheckt hat, ne, aber für diejenigen, die es noch nicht gecheckt haben, ja, es war von Hübi mit dem Song Spezi natürlich, war auch mal ein legendärer Track gewesen, ne. Ja, wobei immer schon, jetzt schon apropos Hübi und so, das Thema, das werde ich jetzt gleich ansprechen. Also, auch wenn ich zwar schon am Anfang gesagt habe, so, ja, hier, ich habe jetzt 2 Wochen jetzt auch nichts hochgeladen und das letzte war eine Reaction, da hatte ich persönlich auch schon selber Bock drauf gehabt, deswegen, das war jetzt nicht einfach nur so planlos oder so, deswegen, ja, also gefühlt ist wieder während der Zeit, wo ich nach dem rechten Video irgendwie nichts gemacht habe, na gut, es war noch ein Short gewesen, irgendwie, keine Ahnung, so, auf einmal war dann wieder ganz YouTube Deutschland wieder am Brennen gewesen hier. Ich war am Überlegen, da sogar über zu uns Bett und 3 Online-Part irgendwie hochzuladen oder so mit dieser Anni-Thematik. Und dann dachte ich mir, nee, Digga. Da würde ich einfach nur ein paar Klicks bekommen, so. Und vielleicht sogar für meine Verhältnisse vielleicht sogar ein bisschen mehr als sonst. Aber sonst, nee, das ist dann, wäre dann irgendwie nicht so, weiß ich nicht.
mit der Robobombe noch jemanden gekillt. Ja, moin. Easy, easy peasy. Nee, aber wie gesagt, so diese ganzen Anni-Thematik, Digga. Man muss aber auch sagen, ne, es hat ja mittlerweile, ich glaube, jetzt so 2 Millionen oder so. Also die Millionen Klicks, die gingen recht schnell. Aber dafür hat das Video auch mehr Dislikes als Likes. Am Anfang des Uploads oder so, wo das Video gerade mal eine halbe Stunde war oder so, da hatte das sogar etwas mehr Likes als Dislikes. Ich hab's mir nicht selber angeguckt. Ich hab's in einem, als eine Reaction angeguckt, weil ich mir so gedacht habe, nee. Und dann, ja, keine Ahnung. Nee, also als Sniper ist das ja mega. Ah ja, komm, kill mich ruhig. Also als Sniper ist das ja mega kacke. Nee, also, nee. Dann lieber bei den Tattoos, wo ich mich damals da noch gefreut habe. Das war ganz cool. Das war ganz cool. Aber als Sniper hier? Nee, fühle ich nicht. Ja, das Hypo-Ding, das werde ich jetzt in der nächsten Runde ansprechen, weil das jetzt in den letzten Sekunden da jetzt irgendwie noch reingedrückt zu bekommen, das ist jetzt nicht so geil. Die Robobombe hätte mich sogar gekillt, weil ich nicht mehr in dieser Rolle war. Ich muss aber auch sagen oder so, ja gut, also jetzt so ein Game oder so, das verlernt man jetzt nicht so, das ist wie Fahrradfahren. Aber das letzte Mal, wo ich das jetzt hier gespielt habe, das war zum Springfest oder so, da wo auch der letzte Online-Part auch war. Aber sonst, ne. Also irgendwie muss ich aber auch zugestehen, es ist für mich auch gut, das gar nicht mehr so oft zu spielen, weil mich das sowieso so schnell aufregt, das ist so schlimm. So, bis jetzt geht's noch, weil ich noch währenddessen noch was anderes laber, so. Mich jetzt nicht so sehr aufs Spielgeschehen so konzentriere, so. Aber, ne. Ist okay. Ich, ne, für die Leute, die sich eventuell vielleicht irgendwie fragen, wenn du behauptest, aber ich beantworte es mal trotzdem, ob ich vielleicht beim Splatfest dabei bin. Ich kann es nicht versprechen, also was live angeht, ne, weil nicht, dass ich es dann mache und dann nach einer halben Stunde beende oder so, weil mir das schon alles irgendwie auf den Sack geht oder so. Also als Aufnahme schon, als Videoform, aber als Stream, das weiß ich noch nicht so genau. Aber ich glaube, ich werde es wahrscheinlich nicht machen. Habe ich beim letzten Splatfest genauso nicht gemacht oder so. Habe es wenigstens als Videoform gemacht, weil das muss mindestens drin sein oder muss nicht, aber wenigstens das. Ne, damit ich irgendwann wenigstens sagen kann, so hier, ich war bei jedem Splatfest dabei, so, lass mich in Ruhe. So, das passt schon. Ja, das ist mir schon wenigstens wichtig. Müsste ja sowieso eigentlich bald so Trailer-mäßige eigentlich da was kommen, ne? Ich glaube, die letzten 2 Wochen einer bald endigeren Season, ist kein richtiges Wort, lol, müsste da eigentlich wieder ein Trailer kommen, da kann ich wenigstens wieder reacten. Auf das, wo ich so schon so sagen kann, ja, für meine Verhältnisse bekommt das wenigstens ein paar mehr Aufrufe als alle anderen Videos. Naja, gut, viel zu lange gelabert. Hier, wir machen noch eine Runde. Also, ich werde hier sowieso keinen einzigen Kill kriegen, das weiß ich jetzt schon, weil selbst die Runde gerade eben, die lief ja jetzt eh nicht so wirklich berauschend. Deswegen, die Runde wird es nicht wirklich besser. Ja, gut, wie gesagt, ja, hier wegen der Hübi-Thematik und so. Ich muss auf jeden Fall sagen, es lief ja jetzt am Samstag, war es, glaube ich, wieder ESC. Da muss man aber auch sagen, das war ja das Finale. Es gab ja noch Semifinal und noch irgendwas gewesen. Ich muss aber dafür aber auch sagen, ich bekomme zwar den ganzen Kram mit, was so ESC angeht, aber ich guck's mir jetzt nicht so wirklich so an oder so. Aber hätte es Hübi nicht gestreamt, muss ich sagen, dann hätte ich es mir auch nicht komplett auch angeschaut oder so, ne? Dann hat er ja später ja noch voll spät eigentlich so verhältnismäßig, was voll komisch war. Ne, hat dann später dann einen Bann reingedrückt, so. Das kam auf einmal so plötzlich, so. Ich hätte gedacht, das sah so aus, als wäre der auf einmal so gehackt worden wäre oder so. Aber hat einen Timer bekommen. Einen Timeout bekommen. Zum Glück war es dann nur ein 48-Stunden-Bann. So. Jeder hat sich so selbst gewundert oder so, warum auf einmal jetzt so auch der Bann. Ich habe mir dann auch erstmal nicht so dabei gedacht, so, bis dann halt der Bann halt gekommen ist.
Oh, das wäre. Oh. Ah, das wäre fast ein Kill gewesen. War eigentlich. Also, der Shot war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja. Mittlerweile ist er ja wieder am Start seit Dienstag. Ich habe keinen Plan, wann das Video rauskommt oder so. Vielleicht am Donnerstag oder so. Dann wäre es vorgestern. Ja. Nee, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Typ, der es nicht so ESC-mäßig sich sowas anschaut. Aber dafür ganz kurz auch gesagt hier. Da kann ich euch einen Kanal empfehlen vom CPP, also quasi Creepypasta Punch. Der hat dann noch so einen anderen Kanal oder so, wo er auch anderen Stuff macht. Darunter auch so ein paar Videos über den ESC. Auch letztens, das war am Sonntag gewesen oder so. Da hat er sich geschlagen gegeben. Und ich muss schon sagen, da waren ein paar coole Banger dabei gewesen. Ja, Deutschland, da habe ich auch so gar nicht damit gerechnet oder so, dass wir mal auf der linken Tabellenseite mal wieder mal waren seit, was weiß ich, seit wie lange oder so. Und, ich habe das auch damals mitbekommen, da war so Lord of the Lost auch am Start gewesen, aber es hat auch nicht so gut funktioniert. Dann, was cool gewesen wäre, ich glaube das war 2020, 2021 oder auch 22, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Ich glaube Electric Callboys oder so, aber die wurden dann nicht genommen, weil sich der NDR so gedacht hat, nee, komm, scheiß drauf, wir wollen Radiomusik oder so. Oder das ist nicht radiotauglich, wo ich mir damals so gedacht habe, was für radiotauglich, das ist ein ESC und kein Radio-Contest oder so. Ne. Aber es gab einen Banger, der ja bei den Semifinals dabei war, aber leider nicht beim Finale. Dieser Jos Klein. Mit dem Banger-Track Eurobarbard. Das war ein richtiger Banger, Digga. Den habe ich mir jetzt sogar mittlerweile auf der Spotify-Playlist. Und so, wir haben sogar gewonnen. Geil. Ich habe keinen Shot gemacht, aber ich habe nur einen Kill gemacht. Das war in der ersten Runde mit der Robobombe. Ja, ja, richtig chillig. Ach, naja, cool. Ich habe jetzt einfach wahllos drauf geredet irgendwie. Ich glaube, das hat. Kein Schwanz hat gecheckt, über was ich überhaupt geredet habe. So, es waren zwei kleine Sachen gewesen, aber ich will das irgendwie einfach mal loswerden. Weil es wieder meine Wahrnehmung war, als wenn das wieder 1000 Sachen auf einmal oder so, die es vielleicht wichtig sind, mal zu erwähnen. Auch wenn das vielleicht jetzt nichts Besonderes ist, aber ich wollte es einfach mal trotzdem erwähnen. Ja, das eine Ding ist halt ein bisschen. Ja. Aber. Eins kann ich wenigstens sagen hier, ne, der gute Lenny, da sehe ich ihn mittlerweile drin in der Meinungsblogger-Szene, ne? Der gute Lenny-Vicate hier, ne? Ne? Bin ja sowieso auch ein bisschen lange auch am Start und so mit den unlogischen Dingen damals, so und diese Pokédex-Einträge damals, wurden auch diese komische Meme-Wand noch hatte, 2012, 2013 oder wann das war, ne? Mittlerweile jetzt auch als Meinungsblogger-Szene oder so jetzt auch dabei, fühle ich schon, ne? Aber gut. Was weiß ich, so drumherum irgendwie so vieles gelabert. Ich habe keinen Plan, wie ich den Titel dieses Online-Parts benenne. Ich habe überhaupt gar keinen Plan. Hoffe, es hat euch irgendwie trotzdem gefallen. So alles komplett durcheinander. Ich glaube, man hat so nichts gecheckt. So. Aber egal, hoffe, es hat euch irgendwie trotzdem gefallen. Ja, dann haut hier gerne noch ein Like rein, vielleicht auch ein Abo, wenn ihr hier neu seid. Und dann, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis spätestens, denk mal bis zum Splatfest so sehr wahrscheinlich. Stream, keine Ahnung, Video definitiv. Ja, bis zum nächsten Mal.